Okay, wenn wir dann jetzt eh schon hier drinnen sind und hier nicht rauskommen, dann können wir auch erstmal ganz kurz noch den anderen Kram hier machen. Ehrlich, das ist mir dann unangenehm. Okay, wir mal kurz raus aus der Eunuchenverkleidung. Na gut, wir sind noch relativ dicht am Kalifen dran jetzt, ne? Wenn du das sagst und machst, ist das für mich okay. So, dann klettern wir hier mal hoch. Gibt es hier oben Gegner? Also zumindest direkt hier. Verstummst du? Hey, was ist in dich gefahren? Was soll? Dich warte. Du machst was mit mir? Das gehört uns. Wer es wagt, soll ruhig kommen. Alle weg hier kurz mal, ich will nicht. Das Buch ist irgendwo hier. Stirb mal bitte ein bisschen schneller, danke. Merci. Darf ich hier auch wieder ein Messer mitnehmen? Na, at least eins. Nein, es ist unter mir. Scheiße. Yes. Tja, wahrscheinlich. Alleine, ne? Ja, du bist alleine. Könnte ich mal kurz wegstechen hier, so. Eventuell. Was? Hä? Nee, wo ist denn das Buch? Gegner, Gegner. Das ist noch weiter unten. Ah, da. Ja, okay. Komm ich hier irgendwo rein? Nein, hier komme ich nirgendwo rein. Das ist wieder ärgerlich. Hoch. Das heißt, wir können hier hoch. Nein, wir können nirgendwo hoch, weil. Oh, komm. Oder auch nicht. Nicht.
Wir sind auf dem Kalifenpalast, oder? Ah, ist eine Öffnung. Ich habe sie gesehen, hinter mir. Die Frage ist nur, komme ich da ohne Probleme durch oder nicht? Oder? Richtiger Ort, der Unterweltkarte. Das ist auch zu. Da drüben vielleicht. Also, Tor ist zu. Wo ist unser Ausweg? Da eventuell. Ich, das sehe ich von hier aus nicht, ob da auch überall Spikes sind, aber das könnte tatsächlich sein, dass ich da drüben reinkomme. Das ist auch alles dicht, dicht, dicht. Von da aus komme ich da hinten an die Mauer ran, aber ich komme da auch nicht rüber wahrscheinlich. Leiche gefunden? Ich glaube, es wurde eine Leiche gefunden. Egal. Da drüben waren wir, glaube ich. Schmerz noch 100% sicher, aber ich glaube, da waren wir. Also wie gesagt, von hier aus sieht es so aus, als wenn ich da hinten... also hier am Haupttor tatsächlich, hier an der Seite. Aber warte mal, das Harem nicht. Ich bin ja von hier aus reingekommen, das kann ja nie sein. Ah, hier. Das müsste das Gebäude sein, glaube ich, irgendwie so. Im Dreh. Ah, es ist auch nicht hinter mir. Es ist links von mir jetzt. Also hier. Da ist die... Wir könnten auch mal ganz kurz... Warte, wir können ja mal gucken, ob wir... Ich habe keine Waffen ausgerüstet. Oh mein Gott. Wo war nochmal der Weg, der auf die... Ja, geil. Na gut, okay, dann können wir jetzt auch einfach versuchen zu laufen. Darf ich mir schnell mal ganz kurz im Inventar Waffen anlegen? Was soll das denn bitte? Ja. Hast gesehen, ich muss instant gleich dodgen drücken. Okay. Okay, wo ist, war jetzt der Dingenskram? Ich laufe jetzt einfach ganz, irgendwie ganz knapp an der Mauer lang. Ich gehe jetzt mal hinter mir. Da kann ich mich halt abseilen. Ah, das ist ärgerlich. Okay, aber wir haben den Aussichtspunkt. Der Rest ist erstmal nicht so wichtig.
hier komme ich auch nirgendwo rüber. Wie gesagt, ich lach die Mauer jetzt einfach mal rundherum ab, ich glaube. Ich komme hier nicht mehr raus. Das darf doch nicht passieren. Ach. Tore sind halt alle zu und ich komme über kein einziges Tor irgendwo irgendwie weiter. Aber die Tore sind alle so dicht, dass man da keinen Weg rein, raus oder sonst was hat. Irgendwo muss es doch aber... Du musst hier ja irgendwie rein oder rauskommen. Ah, kann ja nicht sein. Oh. Construction Build. Ah, hallo. So, ja, dann brauchst du gleich hier sind. Dann ist da vorne noch eine Kiste drin. Ach so, das ist jetzt... Ah, wir sind hier auf der Seite. Okay, na gut, dann können wir jetzt auch, wenn wir dabei sind, auch gleich noch die... Nee, warte mal, die können wir später dann mitnehmen. Gut, wir gehen mal wieder zurück. Wir haben es rausgeschafft. Wupp. Also oben bei dem anderen ist der Eingang. Okay. Alter Schwede. Was ein Akt. Okay. Dann können wir einmal schon mal wieder... Verkleidung anziehen. Achso, die kann ich nicht anziehen mit Waffen wahrscheinlich, weil ich gerade in der Luft bin. Gut. Okay, wir haben das Buch. Da ist der Eingang. Ah, okay. Jetzt habe ich dann aber auch wieder keine Waffen mehr. So, ich muss das ja in ihr Gemach bringen. Abu Abdullahs Ehrgeiz kennt keinen. Du, Kabiha mag Pünktlichkeit nicht wichtig gewesen sein, aber ich bin nicht so nachsichtig. Verzeih, Farah. Es wird nicht wieder geschehen. Farah? Für dich heißt sie Sayyidati. Oder Umm al-Walad. Und nun an die Arbeit. Abu Abdullahs Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Mhm. Aber gewiss glaubt er nicht mehr daran, den Thron zu besteigen. Kennst du seine Mutter? Bitteschön. Viel Spaß. Hoffentlich fallen ja nicht noch mehr Aufgaben ein. Ich fürchte, ich habe ein Monster geschaffen. Hm. Eventuell, ja. Gucken wir mal. Oh Gott, sie ist betrunken. Das Buch ist in deiner Kammer. Jetzt... Und? Sind meine Augen größer? Riesig. Makira, ich brauche den Schlüssel. Dieser Trank, er gibt einem Selbstvertrauen. Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Mhm. Ja, ich kenne diesen Trank. Wir hatten eine Abmachung, Makira. Den Schlüssel. Jetzt. Warte, erst musst du den Trank zurück zu Nasrin bringen. Wenn Farah herausfindet, dass er fort ist, wird sie wütend. Dann ja, gehört klar. Der Schlüssel dir, ich schwöre es. Meinetwegen. Trink etwas Wasser, während ich weg bin, ja? Das ist das letzte Mal, Basim. Setz dich durch. Zurück an deinen Platz. Der Trank ist wieder zurück. Alles ist, wie es sein soll. Gut. Jetzt bekomme ich den Schlüssel von Makira. Und wenn ich ihn ihr aus der Hand reißen muss. Erledigt. Mein Teil zumindest. Danke. Seltsam, ich habe etwas Kopfschmerzen.
Was passiert jetzt? Du gibst mir den Schlüssel. Ach ja. Hast du ihn nicht? Fürchtest du Kabiha? Was ist? Nein, nein. Ihr Stern ist erloschen. Das sagen alle. Ich hab nur Spaß gemacht. Hier. Endlich. Nun zur Suche nach Antworten. Okay. Die ganze Zeit verarscht, ne? Mann. Eine Karte des Kalifats. Und von Alamut. Ozean, Wüste, Cobra, Taube, Tobe wie das Meer. Das ist doch, warte mal. Ein signierter Gedichtband Aribs. Das Meer, die Wüste, die Kobra und die Taube. Das kennen wir schon. Eine Haarnadel. Nynx. Wann hat Kabiha die bekommen? Na, gucke mal. Ich erinnere mich an diesen Duft. Ich roch ihn auf dem Bazar und vielleicht im Harem. Aber an wem? Trotz all des Prunks ist der Raum nahezu leer. Es scheinen Dinge zu fehlen. Vor allem Kabiha selbst. Was ist geschehen? Farah wurde vergiftet. Etwas in ihrem Trunk. Was ist das? Was hast du ihr gegeben? Sie trinkt immer davon. Sie bat mich, es ihr zu geben. Es ist harmlos. Das nennst du harmlos, Nazarene? Du solltest gehen. Jetzt. Gib mir den Schlüssel. Was ist dir zugestoßen? Ich. Du hättest mich wirklich nicht mit der Flasche allein lassen dürfen. Ich durchsuche die Gemächer. Du kommst mit. Ich schwöre. Ich habe ihr nichts getan. Das war dein Werk. Entspann dich. Niemand achtet auf uns. Sie werden mit dem Buch aus Nasrins Kammer viel zu beschäftigt sein. Nasrins Kammer? Der Garten und seine Geheimnisse. Nichts Anstößiges. Nur eine Abhandlung über einheimische Pflanzen und ihre Wirkung in Medizin, Gift und Kosmetik. Belladonna. Schwarze Tollkirsche. In kleinen Mengen sehen die Augen wirklich wundervoll damit aus. Schade, dass ich alles an sie verschwenden musste. Was? Du hast gesehen, wie Farah und Nasrin allen Gift ins Ohr träufelten. Lügen und Gerüchte über meine Herrin. Kabiha. Die eine tot, die andere entehrt. Niemand wird mehr auf sie hören. Verräterisches Weib. Was bist du? Treu. In Kabihas Abwesenheit verteidige ich den Thron gegen jene, die sie ersetzen wollen. Ihr Gemach ist leer. Sie hat dich verlassen, Makira. Du dienst einer abtrünnigen Herrin. Sie wird aus dem Palast zurückkehren, wenn die Gefahr vorbei ist. Das hättest du mir wirklich nicht sagen sollen. Es macht keinen Unterschied. Du wirst sie nie finden. Und nun, benimm dich. Es sind Kinder anwesend. Okay. Hat sie einfach mal den hübsches Gewand Schnippidi-Schnipp gemacht. Steht dir. Okay. Für Farah kann ich nichts tun. Aber wenn Kabiha an der Spitze des Ordens steht, könnte ich noch jene retten, die sonst durch sie leiden würden. Dann oben ja dann noch das Dingensbummens. Okay, das heißt, wir können den hier wegnehmen. Dann das hier ausziehen. Danke. Waffen habe ich. Gut. Wir haben auch 4 Fertigkeitspunkte. Können wir machen, leveln irgendwas? Ja, komm. Fokusstärkung, so, und dann haben wir nur noch die beiden hier drüben. Aber das heißt, wir brauchen noch 7 Fähigkeitspunkte. 7? Nein, 5 kostet das. 8? Okay. Gut. Augen da. Dann werden wir einfach hier mal so an der Seite.
entlanglaufen. Und schön hier direkt an der Seite lang. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Dann kriegen wir alles mit. Haben eventuell auch nochmal einen Einblick, falls hier irgendwo irgendwer ist. Beispiel irgendwas hat. Ja, das ist ein Problem. Hallo, ich will den Flaschenzug benutzen. Hallo. Ach, komm schon. Mein Gott. Tiere am Hof. Zusätzlich zu den vielen menschlichen Bewohnern bot der Kalifenhof auch zahlreichen Tieren ein Zuhause. Sie kamen aus jedem Winkel des Imperiums und waren sowohl in öffentlicher als auch privater Umgebung zu sehen, um die Macht und Großzügigkeit des Kalifen zu symbolisieren. Staunende Botschafter wurden in der Hauptstadt von in Seide gehüllten Elefanten empfangen, während der Kalif bei öffentlichen Auftritten glänzende Vollblüter ritt. Zubaida, Frau des Kalifen Harun al-Rashid, hatte sogar einen Affen als Haustier, den sie als General verkleidete. Aber kein Tier war so am Hof so präsent wie die Jagdfalken der Hoffalknerei des Kalifen. Seit grauer Vorzeit werden Falken in der persischen Kultur, die auch dem abbasidischen Hof beeinflusste, mit Göttern und Königen in Verbindung gebracht. Ihr anmutiger Flug und ihre tödliche Effizienz sah man als Zeichen der Nähe zu himmlischen Wesen, die das Gute beschützen und dem Bösen widerstehen. Sie am Vorabend der Schlacht zu sehen oder ihre Federn an Waffen anzubringen, sollte übernatürlichen Schutz bieten. Sie auszubilden war somit eine Möglichkeit, göttliche Hilfe zu nutzen und sich zu legitimieren. Kalifen setzten Falken auch zur Jagd und bei öffentlichen Vorführungen ein. Sie gaben enorme Mittel für ihre Anschaffung und Pflege aus. Umfangreiche Jagdausflüge boten einer großen Gruppe von Organisatoren, Ausbildern, Tierärzten und Assistenten Vollzeitbeschäftigungen, die unter der Aufsicht des Al-Baisar-Meisterfalkners wirkten. Einem der wichtigsten Beamten des Hofes. Professionelle Fänger mit die Eier und Küken aus ihren Nestern nahmen, sowie Händler, die Sportvögel aus der ganzen Welt verkauften, profitierten ebenso von dieser kostspieligen Angewohnheit. Falken fanden sich sogar in Gedichten und Lehrbänden wieder. Eine der berühmtesten Anleitungen, Kitab al-Mutawakkil, wurde für den Kalifen al-Mutawakkil persönlich geschrieben, der ein begeisterter Jäger war. Interesting, interesting. Oh, nein. So. Darf ich raten, wo die Dings ist? Ruhe. Darf ich hier oben sein? Ja, schon, oder? Stützpunkt der Schurte. Immer nur ein ganz... Ja, ich will nur das hier haben, danke. Dann drehe ich mich auch schon um Schurta-Polizei. Okay.